Hallo, willkommen im nördlichen Ostbezirk von Moskau. Ich werde euch dort einige interessante Orte zeigen. Im Jahr 1964 wurde in der Nähe des Teiches das Mars-Kino gebaut, was dem Teich einen seinen Namen gab. Später wurde das Kino 2018 abgerissen. Am 21. Oktober 2020 wurde in der Stelle des abgerissenen Kinos das Einkaufs- und Unterhaltungszentrum Mars eröffnet. Am Ende desselben Jahres wurde die Uferpromenade des Teichplatzes grundlegend renoviert. Der Ort ist berühmt für seine kühlen Schaukeln, die auch Erwachsene benutzen können. Die Aufstellung der Errungenschaften der Volkswirtschaft ist der größte Ausstellungskomplex der Stadt. Auf dem Territorium gibt es Pavillons, Springbrunnen und Museen, die jährlich von 30 Millionen Gästen besucht werden. Der Park wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts eröffnet. Die ersten mechanischen Attraktionen erschienen hier. Im Jahr 2008 wurde im Park die Allee der Märchen eröffnet, umgeben von skulpturalen Bildern der Helden der russischen Folklore. Es ist ein kleiner Park, in dem man sich entspannen kann. Neben dem Park befindet sich das Северное Kulturzentrum, in den Ausstellungen, kreative Treffen, Aufführungen und Konzerte.